dazu, der jetzt drankommt hier. Start Nummer 2 im ersten Durchgang. 51 Hundertstel Rückstand auf Marcel. Dieser Lauf wird seine Taktik mitbestimmen, weil der Felix ist derjenige, der einfach Zauberläufe rausbringen kann. Und 47 Hundertstel Guthaben mitnimmt auf Razzoli. Und schon wieder probiert, Gas zu geben, nämlich über den Innenski. Und sehr zeitig mit Schwung fertig ist super. 700 verloren. Da ist er rund gefahren, aber schon setzt sich hinten rein, aber der ist so weit leichtfüßig. Wobei, das war fast ein bisschen zu eng. Jetzt schauen wir aber damit Razzoli, was da übrig bleibt. 27 Hundertstel in den bisherigen Slaloms, bis auf einmal immer auf dem Podest. Fünfmal nämlich, einmal ausgeschieden in Adelboden. 2010 und 2014 hat er hier gewonnen, aber jetzt muss er Gas geben. Um die Spur zu gerade, aber den letzten Übergang, den er könnte er noch. Ja, das war gut. Achtung, 1,43,87. Der letzte Übergang. 14 Hundertstel, er hat nochmal gezündet da unten. Er hat verloren einiges. Also das ist die zwölfte beste Zeit im zweiten Durchgang. Aber es ist die Führung für Felix Neureuther. Vier stehen noch oben. Rang 5 im schlechtesten Fall. Das in jedem Fall schon mal. Ja, aber es war nicht die Rakete. Es war nicht die Rakete, die man von ihm erwartet hat. Aber geht Raketenstil hier noch? Ja, sicher. Also der hat es ja in Wengen bewiesen, wie der Felix da auch bei schlechterer Piste absolut eine Topzeit hingelegt hat. Schau, und da ist er weit weg vom Tor. Dann setzt er sich ein bisschen hinten rein. Schau, pass auf, zack, ist ein bisschen hinten rein drinnen. Ich meine, das korrigiert ohnehin nur eher so gut. Und dann war er ab und zu ein bisschen zu direkt, zu gerade, zu eng beim Tor und ist in die Spuren heruntergeplumpst. Ab diesem Tor ins Flache hinein, den letzten Übergang, der war wieder genial. So hat sich der Marcel angesehen, hat mitbekommen Führung, hat mitbekommen, aber nicht die ganz große Fahrt. Das ist schon fein, wenn man da ein bisschen zuschauen kann. Schauen, wie viel riskiert der? Genau. Was muss ich noch tun? Kann ich das ein bisschen dosieren? Muss ich? Darf ich? Was auch immer. So, vier Läufer noch. Topfer, Hagin, Horoschilov und Hirscher, der mittlerweile vorbereitet wird für den finalen Einstieg in die Bindungen. Fritz Topfer. Sehr sauber die ersten Tore, aber das sind wir ja gewöhnt von ihm. Nimmt eine ganze Hundertstel mit, die ist weg. Ja, ja, ganz, er hat ihn vorne drauf gedrückt, gell? Und auch er, die gleiche Linie wie der Felix, genau. Rhythmus verloren und wahrscheinlich auch Schwung. Was jetzt hat der Schwede Magnus Andersson in diesem zweiten Durchgang. Da sind schon ein paar interessante Passagen dabei. Hundertstel, ja. Ja, da bist du im Moment auf Rang 3, wenn sich das bis zum Ziel nicht verändert, bis ins Ziel. So, nächste Zwischenzeit für Fritz Topfer. Hat wieder aufgeholt, der war stark. Der und unten kann man was gut machen. Ja, da ist allerdings noch weiter gut gefahren, gell? Gut gewesen. Achtung, die letzten Tore. 1,43, nein, geht sich nicht aus. 19 Hundertstel Rückstand, er macht wieder einen Platz gut. Noch einen gut machen und das ist wieder das Podest für den Felix. Denn drei Läufer stehen noch oben. Neureuther ist in Führung. Wir sehen noch Hagin, Horoschilov und Hirscher. Und Fritz Topfer jetzt auf Rang 3. Muss also weiter ein bisschen warten auf den ersten Weltcupsieg. Aber er ist wieder in den Top 10. Die letzten drei Slaloms in Kitzbühel. Immer in den Top 10 Fritz Topfer. So auch in diesem Jahr wieder. Aber Matthias Berthold. Das war Ärger. War das Ärger? Das war Ärger, ja. Ist denn besser? Okay. Das war Ärger. Gibt auch welche, die sich so freuen. Ja, ich weiß, aber das war Ärger. Ich glaube, er wollte, dass er 2/3 Zehntel vorne ist. Ja, wie lange darf er dort stehen? Wie lange darf auch Razzoli da stehen? Hagin, Horoschilov und Hirscher. Matthias Hagin, der Mann, dessen Nerven nicht immer ganz mitspielen im zweiten Durchgang. Vielleicht von Rang 3 aus. Zum 8. Mal in den Top 3 nach einem ersten Durchgang. Da springt da rein. Also zurückhalten würde sie jetzt nicht. Also das ist einmal ein gutes Zeichen. Super. Ja, und hat ja, ausbauen ja. können. Da hat er vor gut. dem. Ja, aber war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Gedriftet ja, das ist seine Art. Dafür hat er da jetzt eine gute Linie. Auch wieder angedriftet. Also
Ist nur immer so unkonventionell, unkonventionell. Immer okay für dich. Aber immer noch okay, bitteschön. Ja. Halleluja, du. 54 Hundertstel, was mit dem los? Der muss vielleicht Dritter sein, um sein Potenzial abzurufen, gell? Nicht Erster. Sensationell. 79, oh, der gibt Gas. Schau mal, wie der drauf drückt. Ist es heute soweit für Matthias Hagin? Die letzten Tore, das ist es wohl das gewesen. Kann er nicht verlieren. Mit der Führung für Felix Neureuther. 63 Hundertstel Guthaben oder Vorsprung im Ziel. Zweitschnellster im zweiten Lauf. Und da ist eine Geste der Erleichterung und Befreiung zu erkennen, behaupte ich. Dass genau. Er hier jetzt einmal zwei Superläufe runtergebracht hat. Drittschnellster im ersten Lauf, im Moment Zweitschnellster. So, und mit einem dritten und wenn es dann nicht ganz optimal läuft, vierten Platz, kann man schon was gewinnen auch. Da kann man gewinnen. Also das war jetzt wirklich sensationell. Und zwar, das war am letzten Zacken, vom Start weg. Bleibt er sogar mit der linken Hand ganz leicht hängen. Da, ja, zieht aber dann ordentliches Stück nach rechts, um schon wahrscheinlich Richtung Richtung, da macht er schon Richtung, ja. Und dann hat er einfach von Anfang bis zum Schluss drauf gedrückt. Und diese leichten Antriffphasen, die hat er auf Passagen gemacht, wo er nachher natürlich linienmäßig profitiert hat. Das wird nicht jeder machen. Ganz schnell noch, 42 Hundertstel Rückstand hatte Hagin, der jetzt in Führung liegt im ersten Durchgang auf Hirsch. Also das ist, was Hirsch auf Hagin mitnehmen würde. Aber jetzt kommt noch Horoschilow. Und der hat 23 Hundertstel Guthaben auf Hagin, aber 19 Hundertstel Rückstand auf Hirscher. So die Zeitabstände. Jetzt wird spannend. Im Moment Hagin von Neureuther und Razzoli Mattis Center. Schau dir das an, herrlich. Halleluja. Die Bande hält. Ja. Riesenfreude bei Matthias Hagin. Höchste Zeit für so einen Befreiungsschlag. Dreimal ist er auf dem Podest gewesen in seiner Karriere. Bisher natürlich immer im Slalom. Ein vierter Podestplatz wird heute folgen, jawohl. Aber was ganz Großes könnte vielleicht auch folgen. So, jetzt Alexander Horoschilow aus Russland, der noch nie in den Top 3 war, wie gesagt, nach dem ersten Durchgang. Und überhaupt der letzte russische Slalom- und Weltcupsieger 1981, Alexander Schirow. Da geht es ein wenig gemächlicher an als. Aber rote Linie, Schwede, schau, hat halt von. Ach, der Übergang. Er fährt. Da war auch weit weg. Ja, da war er weit weg. Ja, er fährt gemächlicher. Und jetzt fängt er an. Jetzt versucht er den Rhythmus zu finden. Jetzt fängt er an, exakt aufzupassen. Und jetzt ein schwerer Fehler über den Übergang. Oh, muss er eintauchen und hat viel verloren. Na, 86 Hundertstel, das wird zu viel sein. Da ist er schon aus den Top 4 und damit nicht mehr in Podestnähe. Jetzt kann ihm nur mehr seine Kondition helfen. Der ist immer enorm schnell zum Schluss, aber. Nein, das holst du nicht mehr auf. Verfuchster Lauf, gell? Jetzt wird er kämpfen müssen um die Top 10. Mario Matis 10. mit 1,66 Rückstand. Und er, ja, 1,04, Rang 5, das ist noch immer toll. Unglaublich, hat unten wieder aufgeholt. Er hat es gesagt im Interview. Es ist schön, wenn man im ersten Lauf schnell ist, aber im zweiten zählt es. Und da hat er leider ein, zwei Patzer dabei gehabt. Schade, Alexander Horoschilow, Rang 5 im Moment. Hagin führt, den gilt es jetzt zu schlagen. Für Marcel Hirscher nochmal. Er hat 42 Hundertstel, die er mitnimmt in diesen zweiten Lauf, die er theoretisch langsamer sein könnte. Da der Schlag auf die Skier und dann versetzt ihn komplett. Ne? Ja, total. Da fehlt jedes Tempo und da kämpft er überhaupt, dass er die nächsten drei Tore auch noch einigermaßen den Rhythmus findet. Ah, da hebt es ihn oben drüber. Zum 28. Mal in der Karriere des Marcel Hirscher steht er als Letzter in einem technischen Rennen im zweiten Durchgang oben. Das bereitet ihm kein Kopfzerbrechen mehr. Fokussiert, wie wir ihn kennen, soll er jetzt für die große Show sorgen. Letztes Jahr die Enttäuschung für ihn mit dem Ausfall. Und über sowas wollen wir gar nicht mehr reden. Jetzt werden alle Fahnen geschwungen. Das Duell heißt Schweden gegen Österreich. Und der Marcel hat es in der Hand jetzt mit 42 Hundertstel Guthaben. Die beiden wissen schon, dass sie auf dem Podest sind. Auch Neureuther wieder zum 6. Mal. Ah, gut angefangen. Also so exakt begonnen. Rote Linie. Ja, sensationell. Noch mal zwei Zehntel gewonnen. Hebt er ab. Wieder gesprungen über diesen Übergang. Da ist es nicht so einfach. Das wirkt nicht ganz rhythmisch. Man hat das Gefühl, er kann hier nicht so attackieren. Das geht auch nicht mehr. Aber
Er hat verloren, stimmt. Ja, er hat verloren. Stimmt, 7 Zehntel fehlen ihm da jetzt. Das war nicht optimal im Mittelteil. Eine ganz knappe Geschichte. Ist es der erste Sieg für Hagin oder der 30. für Marcel? So. Nächste rote Linie. Hat sie ja gespürt? Nein, er hat verloren. 44 Hundertstel. Gibt's denn sowas? Ja, er hat Probleme, glaube ich, mit den Spuren. Und die letzten Tore. 43, keine Chance, keine Chance. 43-59. 49 Hundertstel Rückstand. Viel verloren leider im zweiten Durchgang. Marcel Hirscher. Es ist Rang 2. Das ist ganz großartig, aber die Latte liegt sehr hoch bei Marcel. Keine Frage. Es gibt einen Premierensieger hier in Kitzbühel und der kommt aus Schweden. Matthias Hagin gewinnt zum ersten Mal einen Weltcup-Slalom. Sein erster Weltcup-Sieg. Ja, und von Rang 3 aus hat das gerichtet. Genau, das war wahrscheinlich das Erfolgsrezept für ihn. Bis jetzt haben wir immer davon geredet, dass die Nerven nicht seine Stärke sind. Und von Rang 3 hat er einen absoluten Wunderlauf hingelegt. Das ist der erste schwedische Weltcupsieg in dieser Saison, der erste im Slalom seit Myra in Levi 2012. Der Sieger 2015 in Kitzbühel heißt Matthias Hagin auf Rang 2 und vom Gefühl her, von der Optik her natürlich enttäuscht nach der Pausenführung. Marcel Hirscher, wir werden es hören, wir werden es analysieren, was da im Mittelteil war, warum da der Rhythmus weg war nach diesem fulminanten Start und zum 6. Mal auf einem Slalom-Podest im 7. Slalom in dieser Saison. Felix Neureuther, unglaublich, auf Rang 3. Im Slalom-Weltcup Neureuther damit noch 24 Punkte vor Marcel Hirscher. Hagin ist da auf Rang 5 und im Gesamtweltcup führt Hirscher jetzt 162 Punkte vor Jans Rüth und kann natürlich in Schladming nochmal drauflegen. Und er wird mit sehr viel Motivation dort an den Start gehen. Im Gegensatz zum ersten Durchgang, wo er diese Einfahrt in den Steilhang mit diesem Vorspringen so gut gelöst hat, hat er im zweiten Durchgang dort die Linie verloren. Und jetzt konnte er nicht mehr seinen normalen Schwung fahren, sondern musste reagieren. War immer ein bisschen zu spät vom Schwungansatz. Und das war mit diesem leichten Querdriften, das Matthias Hagin gemacht hat, eben der Schlüssel zum Erfolg, dass er dort einfach von oben her schon einen schönen Schwung machen hat können. Das ist das schönste Gefühl, einmal hier seinen ersten Weltcup-Sieg feiern zu dürfen. Ja, und vielleicht löst das jetzt auch viel bei Matthias Hagin, der dann doch immer in der Entscheidung, vor allem dann, wenn er geführt hat zur Pause, ein bisschen verkrampft gewirkt hat, über den man auch gesagt hat, ja, Nervenkostüm ist nicht das Beste bei ihm. Jetzt hat er seinen ersten Sieg mit 29 Jahren, der Bursche aus Stockholm. Matthias Hagin ist der große Sieger.